Ja, liebe Freunde von nah und fern, es geht weiter bei Anno 1800 mit, eigentlich sind wir mit dem DLC gesungene Schätze durch. Das DLC selbst vom, sag jetzt mal, vom Let's Play Namen her, der Let's Play Beschreibung geht immer noch weiter, das ist soweit korrekt. Hieran kannst du dich mal so richtig austoben. Ja. Dann nichts wie los. Ganz genau. Und wir haben insofern, was das DLC betrifft, wie gesagt, nicht mehr so viel zu tun. Die Story ist soweit durch. Das hier ist noch ein Bug, den hoffentlich mit den nächsten Patches entfernt wird. Weil ihn soll es gar nicht mehr geben. Das mit der Hauptstadt, da verstehe ich noch nicht so ganz. Ist es, ja, ich weiß auch nicht, ist es einfach eine Sidequest oder gehört zur Story dazu? Weil ich habe schon gesehen, es gibt nach dieser Quest gibt es noch weitere. Das ist soweit ja schön und so. Aber es hat irgendwie eben nichts mehr mit, ja, eigentlichen Story oben zu tun. Deswegen bin ich dann noch ein bisschen irritiert. Aber gut, soll uns soweit nicht weiter belasten und vor allem kümmern. Denn wir haben noch ganz, ganz andere Dinge zu tun. Erst einmal, ja, wie gesagt, fahren wir hier, müssen die Questen so noch machen. Gleichzeitig halt noch unsere Hauptinsel in der alten Welt, nicht hier bei Cap Trelawney, nee, nee, sondern in der alten Welt noch ein bisschen upgraden. Jetzt habe ich gerade wieder irgendwie... So. Wieder irgendwie, irgendwo, irgendwas. Wieder mal ein bisschen... Marsch ist nicht, stimmt schon so. Okay, krass, das war gerade selber ein bisschen irritiert. I'm very sorry. So, Depot. Bin noch ein bisschen ausbauen. Irgendwie auch ein anderes. Kann man die irgendwie switchen? Ich habe irgendwie sagen lassen, man kann die irgendwie switchen. Ja, muss man doch nicht. Egal, weiter drei fürs Erste. Wir haben sowieso insgesamt. Ja, ich würde sagen, ein bisschen mehr, aber. 400, oder? Ist schon mal schön. 400 ist gar nicht mal so schlecht. Das Schiff, okay, okay, der will das. Da ist alles klar. Was wir hier jetzt noch haben, Moment, Moment, wir haben doch zum einen mal die Pelzmäntel, die noch nicht geliefert wurden. ETF. Der Druck im Kessel. Ah, jetzt ist er, okay, jetzt kommt er. Dann mach mal hin, bitte. Wir haben hier momentan ja diese Schiffe, Moment, Moment, Schiffe. Mhm, okay, stimmt. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Ihr wisst, wie das mit den Schiffen ist, die machen gerne mal was, was sie nicht sollen. So, das auch noch abladen. Hier sind irgendwo, hier drüben gibt's was. Gucken doch mal. Also müssen die, dem sie nicht nur da sein. Wir gehen mal ganz kurz in der alten Welt vorbei. Und gucken mal, was denn mit diesen Schiffchen so los ist. Seht ihr, jetzt die wieder sind irgendwie auf Generalangriffe aus. Ich verstehe nicht, warum. Bereit zum Einsatz. Ja, wobei mit diesen aufgepasst, das sind natürlich neue Schiffe. Da könnte es tatsächlich sein, dass ich das übersehen habe. Ja, weil der zum Beispiel auch. Okay, das könnte durchaus mein Fehler sein, gut. Aber ich hätte sofern da nichts gesagt. Ja. Wenn wir wieder mal ein Thema sehen, ja, Bilanz momentan egal. Natürlich in der Bauphase, Kunststück, weil mir fehlt der Einfluss. Verdammt, ich, genau, da war ja noch was. Das mit dem verkackten Einfluss. Einfach dringend mehr, wobei momentan geht es eigentlich noch. Wie sieht es eigentlich generell, was ich schon lange nicht mehr geguckt habe, wie sieht es eigentlich mit dem Strom so aus? Sind doch gut, würde man sagen. Okay, das passt soweit. Dann noch so Dinge, die ich mal noch so by the way gucken wollte. Eigentlich alles gut. Ja, ich hatte gerne, wenn das Lager voll ist. Ich weiß. Eine ganz eine super Eigenschaft. Nähmaschinen, da ruhen sie mal alle. Da ist nichts Neues. Pelzmäntel. Die Hoch hat aber schon lange nicht mehr gemacht. Das stimmt. Taschenuhren geht derweilen. Der Sekt ist gut. Zigarren, das ist jetzt mehr, weil es wieder irgendwie reingeht. Geschoben habe, sag jetzt mal so.
Groß irgendwas produziert, aber hier ja nicht. Okay. Dann. Auf Ihren Befehl. Ich bin ein bisschen verwirrt, wo sind meine Schiffe hin? Ja, der ist doch schon. Der auch ein Sappalo. Nochmal, wo seid ihr überhaupt? Hi. Wer seid ihr da oben? Oder da unten, je nachdem. Flotte erwartet Befehle. Gibt jetzt so gesehen für mich auch nicht wirklich Sinn, aber ist egal. So, dann haben wir die, ja, und dann müssen wir mal dringend mal ein bisschen kümmern. Da ist noch Captain Leon, der gerade zurückkehrt. Das freut mich. Er geht oben durch, so wie ich es ihm gesagt habe. Ja, ja. Da ist von George Smith, also Smithy Line. Nun, das sollte wohl eine Nettigkeit sein, oder? War so geplant. Kämpfen Sie notfalls dafür. Der Hof, so weit muss ich jetzt nicht gehen. Neuer so, Befehl? Ah ja. Da war ja was. Was ist denn hier los? Was ist die Quest von ihm oder was? Ich war auch schon im Gefecht. Jo, er scheint ein paar Probleme zu haben. Ich muss noch mal die Quest angucken, was da genau steht. Oh Mann. Ja, ist gut, ich hab's kapiert. Dir geht scheiße. Ist mir gerade egal. Hä? Achso. Ein Feuer ist ausgebrochen. Oh nein. Immer dann, wenn man es nicht eine brauchen Explosion kann. Eine erschüttert eine ihrer Fabriken. Was du nicht sagst. So, wie sieht es eigentlich jetzt mit euch aus? Weil jetzt seid ihr hier mit den Bedürfnissen ziemlich gedeckt. Kraftwerk kann man auch mal bauen, aber momentan noch nichts los ist. Weil wir haben keinen Strom. Kann der Ölhafen kann auch mal in Betrieb. Dampfschiffwert, ach du Scheiße, ja, das kostet. Alles von Costa. Moment. Könnt ihr hier mal ein bisschen hinmachen? Es ist bei 100%, müsste es eigentlich sein. Verdammt ich. Sag mal. Sind unterwegs. Geht ein bisschen auf den Sack hier. So. Sehr gut. Soll es fürs Erste gewesen sein. 500 Ingenieure sind hier gewünscht. Und was gewünscht ist, das kriegt ihr auch. Die sind sowieso alle hier in der Umgebung, das passt soweit für mich. Dann kann ich die direkt nämlich auch upgraden. Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. So, muss ich ein bisschen gucken. Das mit den Brillen, der Kaffee, das ist schon etwas. Strom, also erst ab ein bisschen sehr vielen Bewohnern mehr. Erstmal das mit den Brillen klären, wa? Weil die Pelzmäntel werden bald nicht mehr so funktionieren. Ich bin der Trägheit erlegen. Was hat denn er sonst hier zum Glück, muss man sagen? Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Varietär, und sonst hatten die ja eigentlich nicht mehr sehr viel. Also nicht wollten. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Dankeschön. So, auch sperre es jetzt mal, weil sonst geht uns zu schnell zur Neige. Ein Zoo hätte die Königin gerne. Okay. Das wird's auch leicht crazy. Wie können diese Leute nur ohne auskommen? Wir jedenfalls könnten es nicht. Ja.
Du kannst vieles nicht, Euer Majestät. Was hast du gerade? Ich hab mich nicht verklickt, das wüsste ich. So, 10. Dann hätten die noch gerne ein bisschen Salpeter. Habe ich eigentlich schon Salpeter? Glaub nicht, oder? Wo ist der Kack-Salpeter? Nee, noch kein Salpeter. Wolle. Ja, kriegen wir nicht so in die Wolle. Das habe ich garantiert. Den verkackten Salpeter, habe ich überhaupt noch? Habe ich überhaupt? Kann ich? Ich habe gar keinen Salpeter vorkommen. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Ernsthaft, der Insel aber Salpeter? Okay. Mehr als bereit. Das freut mich. Ich habe relativ wenig Schiffe, sehe ich gerade. Egal. Ich bräuchte mal. Also. Ich bräuchte mal ein bisschen davon. Und dann machen wir doch mal ein paar Materialien. Bauen, das ist nice. Ah. Weshalb Peter reicht vielleicht, war? Wobei doch. Ja, andererseits ist eigentlich eher zum Sprengen, war. Danke, ich sehe nichts. Salpeterwerk. Okay, sind schon die, die ich brauche. Salpeter. Ei. Produzieren wir mal ein bisschen Salpeter. So. Nicht vergessen, in die alte Welt hier ist ja irgendwo was explodiert, aber ich kann nicht mehr sehen oder weiß, was es war. Ah, hier. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Das wird mich wundern. So, und hier habe ich immer nichts gemacht. Ich sehe schon. Generell mit den Rohstoffen. Doch, ich habe ein bisschen was hier. Okay. Also, Freunde, was wollten wir ganz genau machen? Ne? Im Prinzip relativ simpel. Wir wollen ja die Produktionsgüter ein bisschen ankurbeln. Ich kann einerseits Kaffee hier machen, was zwar geil, ein bisschen mehr Kaffee. Alter, der auch noch. Wir grafieren ein Arbeiterhaus. Hinterm Schornstein, perfektes Arbeiterhaus. Ehre, wem Ehre gebührt. Jo, dankeschön. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Die Güter. Ja, mit einem. Ja, wobei, es ist. Mehr Kaffee zu machen, war nicht die dümmste aller Ideen. Könnte man sich mal so überlegen. Ich hätte das sowieso irgendwie bezüglich Warenrechnen und so mal überlegt. Warte mal. Das sind ja sowieso nur die beiden letzten, die mir gerade ein bisschen Sorgen machen. Wenn ich ja für die letzte Phase 5000. Investoren brauche und mindestens 2000 Ingenieure. Mindestens. Also mindestens 2000 freie, wohlgemerkt. Da heißt, ich habe ja jetzt eigentlich schon. Moment, jetzt sind es 1000 freie. Ich habe 3. Okay, gehen wir mal von. Ich runde mal großzügig auf. Ich gehe mal von. Wir haben jetzt 3,7 haben. Ich habe nur da 1000 übrig. Warum jetzt noch 1000? Plus die ganzen anderen Produktionsdinger und so. Ja gut, ich gehe mal auf 4,8. Von mir brauche ich ja 5. Also schlussendlich 4800 Ingenieure. Plus minus, muss ich ja minus. Also ich brauchte 7,5 Gebäude, Produktionsgebäude für einen Café. Alter! Also im Endeffekt natürlich 8, so, also ein bisschen aufrunden, so, wenn ich ein bisschen spatzig habe und so. Ach du Scheiße. Ist Achtung, nicht gerade wenig. Anwesend. Das ist echt nicht gerade wenig. Aber baue hier einfach mal ein bisschen Salpeter, weil es kann. Frage ist, ob ich es schon so mache. Brauche überhaupt noch irgendwie. Lager?
Oder kann der es einfach so übertransportieren? Ich traue dem nicht so wirklich. Ich mache da mal so ein kleines Lagerhäuschen. Ich kann es mir mal temporär hier machen. Mehr als bereit. Ja, du schon. Dummerweise ist das allerdings. Oh, warte mal. Kann ich irgendwie eine Verteilungsanlage hier bauen? Nee, wa? Geschützstellung. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade. Egal, was ich. Ja, aber halt schon Kanonen. Okay, okay. Wer ist denn diesmal dabei? Ich schreibe gerade eine Postkarte. Ich brauche nur noch jemanden, der sie zustellt. Okay, was interessiert mich das? Wie dann hier ständig einfach am Fulltexten sind. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Ihr hättet hier oben gerne ein paar Brillen. Ich überlege gerade, ob er in dem Fall noch ein paar Brillen machen soll. Weil, ja, wie gesagt, Pelzmäntel geben den bald aus und so zumindest etwas, was für die noch irgendwie vom Vorteil sein könnte. Alter, das wäre der Quatsch hier. Das waren die Messenhütten und dem ganzen. Puh. Das wird wieder mal teuer. Aber gut. Ich habe es hier eigentlich soweit schon mal vorbereitet. Und zwar habe ich hier ein Kupfervorkommen. Muss mal ganz kurz überlegen. Der Witz ist, eigentlich, ich habe hier so viele, sag jetzt mal, Erzmaterialien und so, oder Mineralien wohl eher. Ich müsste eigentlich alle die vor allem hier abbauen und dann in die alte Welt schieben. Und das wäre ganz elegant. Also ich meine, rein von dem aus betrachtet, ich hätte noch so viele Optimierungsmöglichkeiten. Man sollte meinen, die Erinnerung an diese schreckliche. Ach, stimmt mal, der Quatsch. Andererseits muss ich leider auch zugeben, dass meine Motivation diesbezüglich ziemlich gering ist. Bezüglich halt optimieren, meine ich halt. Also, hier haben wir einmal Kupfer. War noch einmal in Zink. Habe ich irgendwo in der Nähe Zink? Eh nur drei, war. Ah, hier haben wir Kupfer. Mm. Nicht. Nee, die Kohle brauche ich gar nicht mehr. Haben wir es vielleicht damals so überlegt? Das kann natürlich sein. Ja, komm, haus raus. Ach, bin ich so unglücklich. Nee, es sind da nur lange Wege. Dann mache ich sie in der Mitte und kann hier noch ein bisschen produzieren und so. Moment. Zink. Achtung, der Boss. Und Kupfer. Zink und Kupfer für die Ralala, für die Ralala. Eine reicht für zwei Messinghütten. Das habe ich noch irgendwie so im Hinterkopf. Oh nee, jetzt habe ich keinen verdammten Stahlbeton mehr. Ja, den muss ich ja auch aus der alten Welt importieren. Ja, genau, so ist es. Warte mal, ein Stahlbett. Kann ich den auf der Stufe schon selber machen? So ein Foto aufgenommen. Ernsthaft? Ah, warte mal, mein berühmter Hochofen nehmen es rein genug, oder? Eisen. So, Stahl, da läuft's. Ich brauch zum Glück kein Ding. Das mit dem Eisen kann ich momentan mal so belassen. Ich weiß, ich habe nur eine Eisenmine angeschlossen, wa? Ich habe so viel und dachte mir so, nö, eine reicht. Ja, weil die wollte ich eigentlich ursprünglich auch mal, andenken. Mein Vater starb in den Minen. Ja, das tut mir leid. Dann noch die nächste Kohlemine. Genau, war ja irgendwie so. Aha. Mir fehlen die Rosen. Ja, sorry, komm schon. So, hätten wir das auch. Ich wollte gerade mal ein bisschen Abschluss auf. Zementmine. Gespeichert. Was? Schon 20 Minuten rum, ich glaube das nicht, hey. Ich glaube das wirklich nicht. Der Zement, wo ist der verdammte, Zement? Hey, das ist alles da drüben. Ich krieg die Krise, ey.
Wenn ich vielleicht irgendwo in der... da oben war. Mein Vater starb in den Minen. Alter, ist langsam mal gut bei dir. Ja, ganz ehrlich, George, man kann es übertreiben. So, bereitet das schon mal vor. Gut, das sollen wir ein bisschen näher ranbringen, wa? Zement, Zement. Hab ich die noch mit Zement im. Zwei Zementminen für. Plus zwei Hochöfen. Im Stahl und so. Wenn ich mir jetzt aber sage, komm, ich belasse es bei einer Zementmine. Und mach nur zwei von denen von den Betonwerken, sag ich jetzt mal. Dann geht das soweit auf. Kann sogar beide direkt hier hin platzieren. Habe ich jetzt schon keins mehr. Oh. Überall fehlt es überall. Aber gut, man kann das zumindest schon mal machen. Das wäre doch schon mal schön, wa? Damit ein bisschen mehr davon habe. Ja. Endlich zwei von denen. Moment, ich will ganz kurz mit den Brillen zumindest noch irgendwie rein logisch abschließen. Dann eine Glashütte. Die Frage ist, also Fenster läuft theoretisch jetzt eigentlich mit dem Glas selbst. Also aber genug davon, ich hoffe schon. Ja. Das bedeutet, Quatsch. Wenn ich das ein bisschen was habe, muss ich... noch mal eine machen, dann nehmen wir eine Quarzgrube. Auch eine Brillenfabrik setzt die hier hin. Und dann läuft das mal, wa? Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. So. Zug in neue Welt. Noch ganz kurz bevor der Part vorbei ist. Wo war ich Stingelim? Genau das mit dem Kaffee. Das haben wir schon mal vergessen, ey. Nee, Kaffee, da weiß ich noch, aber mir holt irgendwas anderes. Sekt auch nicht, Schokolade. Mach mir als erstes Schokolade. Ich habe alle Fruchtbekannte, die ich dafür brauche. Jo. Aber es war. Man hat sogar der ursprüngliche Gedanke tatsächlich, dass ich hier vor allem ausweite auf Schokolade und Kaffee. Stimmt. Nee, da war natürlich auch noch. Verdammte Kacke. Die Zigarren, da war was, weil ihr braucht. Verdammt viele Zigarren für den Quatsch hier. Leco mio. Wenn wir schon im Thema sind. Wobei? Nee. Ich brauche 1,12 von den Zigarren oder Manufakturen von mir aus. Also hochgerechnet 2, weil wegen der Route und so. Ich muss jetzt ziemlich weit latschen. Schokolade sind 2,67, also im Endeffekt 3. Das könnte man irgendwie mal versuchen, so zu bauen, wa? Aber auch für eine Schokolade war verdammt viel, sehe ich gerade. Ach du Scheiße. Ja, und zwar, wir brauchen wie folgt. Wir brauchen in dem Falle 3 Schokoladenfabriken, 6 Kakaoplanten, Kakao. Wenn ich es so ausspreche, klingt es wie ein Vogel. Kakao. Egal. 6 Kakao-Plantagen. Dazu 3 Zuckerraffinerien und 3 Zuckerrohrplantagen. Okay. Also quasi, ja, macht irgendwie Sinn. Jetzt die Frage, wohin platzieren? Ich habe hier unten relativ wenig Platz. Beziehungsweise hier unten haben wir relativ viel Platz. Und ich habe die Wege da so gelegt. Soll ich es hier auch so machen? Dass ich irgendwie sage, okay. Hier mit dem Strom und so verzichte, beziehungsweise aufs Öl verzichte ich hier mal. Was eigentlich nicht. Hier noch ein bisschen näher hier hin dran versetzen. Ja. Dann mache ich hier unten die Schokoladefabrik. Klingt lecker, wa? Das würde bedeuten 3 Zuckerraffinerien. Das erste. Die wiederum haben jeweils von den 3 Stück
Wunderbar. Wir haben noch 6 von diesen verdammten Kakao-Plantagen. Wenn man überlegen muss, wie ich die genau platziere. Mach's einfach mal so. Wird sich nicht aufgehen, ich weiß. Und dann haben wir noch 3 Schokoladenfabriken. Ach du Scheiße. Vor allem von der Arbeiteranzahl her. Das wird lustig. Ja, super. Aha. Ja, und schlecht. Ja. Trotzdem mal so hinsetzen. Und sagen, hey, Zuckerrohrfeld! Wie geil, Mann! Schätzchen, bring Papa doch seinen Hut nach draußen. Was? Papas Hut? Papas Hut, Papas Hut, Papas Hut, 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 was? Kann ich hier rein? Oh, geil. Hey, Papa! Okay. Ja, Freunde, so hat man 1800, im Jahre 1800, Anno 1800 damals Zuckerrohrplantagen zugeschnitten. Und wie das mit der Schokolade am Schluss funktionieren wird und ob sie überhaupt für uns funktionieren wird, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye.